Bruder, ich habe Probleme mit dem Gebet und vernachlässige es oft. Ich weiß, dass es falsch ist. Hast du Tipps, was ich machen kann, damit es aufhört? Guck mal. Allah subhanahu wa ta'ala, hört gut zu, hat uns eine Gnade gegeben mit seiner Offenbarung. Und hieraus kann man eigentlich ein kleines Video machen aus dieser Frage. Hat uns eine Gnade gegeben mit seiner Offenbarung. Und zwar der Gedanke über die Waagschale. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فَعِيشَةِ الرَّاضِيَةِ Der, dessen Waagschalen schwer sind, er wird in einem frohen Leben sein. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّ هَاوِيَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ Der, dessen Waagschalen leicht ist, dessen Zufluchtsort wird die Hawiya sein, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ Kochend heißes Wasser. Brennende, sehr, sehr heißes Feuer. Okay? So, guck mal. Es ist so, nachdem Hisab gemacht worden ist, alle Taten vorgelegt worden sind und abgerechnet worden ist, werden diese Taten auch nochmal gewogen. Ja? Und wenn du darüber nachdenkst, dieses eine Gebet könnte eventuell der Grund sein, dass diese Waage sich gegen dich ausschlägt und du erstmal in die Hölle musst, bevor du ins Paradies kommst. Darüber immer nachdenken bei solchen Taten. Jede kleine Tat wird gewogen. Denke darüber nach. Diese eine kleine schlechte Tat ist vielleicht die Tat, die dazu führt, dass die Waagschale leicht ist mit guten Taten, du erstmal in die Hölle musst. Und die eine gute Tat mehr, die du machst, kann vielleicht der Grund sein, dass du dadurch nicht in die Hölle musst. Um ein Gebet nicht zu machen, ist eine ganz schwere Sünde.